Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einigen recht grauen Tagen dürfen wir uns auf ein sonniges Wochenende freuen. Bei Spitzenwerten von 6 Grad strahlt morgen den ganzen Tag über die Sonne. Die Nacht auf Sonntag wird recht frostig. Am ersten Advent klettert das Quecksilber dann bis auf 5 Grad. Auch dann gibt es nochmals Sonne satt. Der Start in die neue Woche wird dann schon wieder grau und verregnet. Die Tageshöchstwerte liegen bei 8 Grad. Diese Wetterlage können wir 1:1 auf den Dienstag spiegeln. Bei Temperaturen um die 7 Grad bleibt es dann grau und verregnet.